Das Coronavirus hält die Märkte in Atem. Seit Anfang dieser Woche sorgt die Ausbreitung jenseits Chinas Grenzen für Nervosität und trifft anders als in den Vorwochen in vollem Umfang auch die europäischen und US-amerikanischen Börsen. Bis zum Mittag verzeichnete der deutsche Leitindex DAX einen Rückgang seit Wochenbeginn von rund 8%. Auch wenn die Anspannung wohl noch weiter anhalten wird, stellt die aktuelle Lage keinen Grund dar, sich vorschnell von Aktien zu trennen. Damit herzlich willkommen zum heutigen Research Direkt. An den Aktienmärkten hatte man die Folgen des Coronavirus fast schon vergessen, nachdem infolge des Ausbruchs in China vor allem die dortigen Aktienmärkte Korrekturen durchliefen, in den vergangenen Wochen aber vieles davon wieder aufholten. In Europa und den USA erklommen die Aktienindizes sogar neue Höchststände. Die Neuinfektionen außerhalb Chinas trafen somit den Markt in einem Umfeld, in dem nach wie vor hohe Gewinnerwartungen und eine gute Portion an Zuversicht vorherrschte. Diese Euphorie scheint nun erst einmal aus den Kursen entwichen zu sein. Die genauen Ängste dürften aber bei vielen nach wie vor diffus sein. Denn nach Meinung der meisten Virologen sind die unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren des Coronavirus eher begrenzt. Die Mortalität liegt nach vorläufigen Zahlen sogar niedriger als bei herkömmlichen Grippeerkrankungen. Die Furcht zielt daher wohl eher auf die ökonomischen Folgen durch Präventivmaßnahmen. Chinas Vorgehen, dabei ganze Großstädte unter Quarantäne zu stellen, scheint zwar hierzulande noch wenig vorstellbar, zeigt aber, dass die ökonomische Entwicklung durchaus Belastungen ausgesetzt sein kann. Ändern die neuen Fälle grundsätzlich etwas an unserer Sicht auf die ökonomischen Rahmenbedingungen? Bislang nein. Sicher werden die Wachstumszahlen im Jahresverlauf weiter gestutzt werden müssen und eine Erholung weitere Zeit benötigen. Jedoch bleiben grundsätzliche Wegmarken wie eine expansive Geld- und Fiskalpolitik in China, eine stabile US-Konjunktur sowie ein bislang stabiler Dienstleistungssektor erhalten. Da die Aktienmärkte aber nicht nur auf morgen, sondern wesentlich darüber hinaus blicken, ergeben sich aus den neuerlichen Schwierigkeiten keine Gründe, von einem langwierigen Kursabschwung auszugehen. Das heißt aber nicht, dass einzelne Branchen stärkeren Belastungen ausgesetzt bleiben. Dazu gehört beispielsweise die Industrie. Gerade in Europa gehört dieser Sektor zu den Börsenschwergewichten. In dieser Situation zeigen sich die Vorteile einer regional breiten Portfolioaufstellung, da in anderen Weltregionen beispielsweise digitale Geschäftsmodelle deutlich stärker an den Börsen vertreten sind. Darüber hinaus gilt gerade für die Vermögensverwaltung, dass durch die Beimischung bestimmter Rentenanlagen in schwierigen Situationen Verluste begrenzt werden können. Grundsätzlich aber gilt für Anleger, die langfristig anlegen möchten, dass die langfristigen Herausforderungen wie das anhaltende Niedrigzinsumfeld unverändert bestehen bleiben und aus langfristiger Perspektive ein vorschnelles Aussteigen aus dem Aktienmarkt daher nicht zweckdienlich ist. Ihnen damit noch einen erfolgreichen Tag.